Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Ja, es ist heute wieder, ich mache dann doch im Anschluss noch, weil meine kleine Hündin schläft noch. Ich hoffe jetzt auch die weitere halbe Stunde, deshalb noch schneller ein Video hinterher. Wir fahren jetzt Richtung Heimat. In der Hoffnung hier irgendwie... War denn die nächste Tanke? Irgendwo da, ne? Da müssen wir hin. Ah, ja, weiter da, dann rechts hoch an dem Dorf vorbei und dann dahin, genau. Gut, dann gucken wir jetzt erstmal, ob wir vernünftig tanken fahren können. Wir müssen hier vorne gleich rechts. Vor dem Dorf müssen wir links ab. Dann fahren wir nochmal in die Heimat und, gerade am gucken, halt. Ich bin doch auch mega dämlich. Hier ist doch im Übrigen der Bunker gewesen, wo ich beim letzten Mal noch gesagt habe, der ist so nah, den könnten wir eigentlich mitmachen, aber den wollte ich ja eigentlich nicht mitmachen, weil ich ja kein Video mehr machen wollte. So. Also zumindest am Weg in die Base, weil ich dachte, die Kleine wird wach. Aber wenn wir doch hier gerade in der Gegend sind, die Kleine schläft. Problem ist nur, ich kann hier echt nichts. Das ist mein größtes Problem gerade, dass ich hier nichts mehr weiter ja nicht abstellen, ausstellen kann. Nein, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ne? Ich kann hier halt nichts rüberladen, weil in dem Moped nichts reinpasst. Das meine ich so. So meine ich das so. Ja, das war das, was ich eigentlich gerade sagen wollte. So, hier ist das Teil. Kann ich das da? Da kann ich es hinbauen. Das ist sehr schön. So, dann gehen wir jetzt in den Bunker hier mal gucken. Wie gesagt, ich weiß nicht. Achso, wir hatten Nägel mit. Ja, gut. Ich wollte sagen, ich weiß zwar nicht, warum... Oh Gott, mein Charakter heult schon wieder rum. Ihm ist ziemlich warm. Ich heule jetzt gerade rum, weil ich nicht weiß, wie die Zombies laufen. Ach, nicht wie die Zombies laufen, wie die Mechs laufen, so. Da, der läuft nämlich schon mal gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wo die Pippas sind. Aber im Prinzip könnte man gleich eigentlich mal schnell hier... Ja, super, jetzt fängt die Kleine an, wach zu werden. Na, 3 Minuten vom Video, das ist scheiße. Ich warte jetzt erstmal, bis der da sich wegdreht. Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir mal schnell. Ah, da ist auch der Pieper. Da in den Rundhanger. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass man vielleicht hier... Irgendwie 308er Munition, ja, die könnte ich zwar gebrauchen, aber die jetzt mitzunehmen wäre dämlich, weil ich werde immer nur noch schwerer. Ich hoffe mal, dass das da einfach ein Zombie ist. So, ich weiß nicht, wer den Zombie getriggert hat. War ich das etwa? Also ich meine den Sprenger oder ist der Mech drauf? Ich habe keine Ahnung, was mich halt nur ein bisschen stutzig macht, ist, nachdem sich das Ding da in die Luft gejagt hat, dieses schnelle Laufen. Sind ja dann meist Spieler. Sache, ich krieg hier gerade echt so ein bisschen Paranoia manchmal.
Ich glaube, wenn es ein Spieler gewesen wäre, wäre er schon längst drin. Ist so meine Meinung, aber ich kann mich da ja auch ein bisschen vertun, ne? So, ich würde gern auf jeden Fall mal, wo habe ich denn eben meine ganze Munition gehabt? Die habe ich da. Das Ding hier nochmal nachladen. Gibt ja gleich auch wieder zwei Möglichkeiten, ne? Ja, was das hier wieder für ein Blödsinn ist, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber wir haben zumindest die zwei Möglichkeiten, dass jetzt gleich hier irgendwo ein Springer rumläuft. Obwohl, ne, der kann hier nicht rumlaufen eigentlich, weil dann würden wir ihn hören. Und der würde eigentlich auch piepen. So, meines Erachtens nach. So, das packen wir mal hier runter. Das packe ich hier runter. Oh, ich muss jetzt mal gucken. Dies packe ich dahin. Wir nicht noch ein Magazin? Ja, eines noch in der Waffe. Und ich dachte, ich hätte noch eins gehabt. Gut, anscheinend nicht. So, ach nein, nicht Bogen. Nein, 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 nein. Pack wieder weg. Also. Ja, das Problem ist hier echt immer wieder, ne? Man weiß nie, ob die von unten da so hantieren oder was das soll. Es ist echt immer fragwürdig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wobei ich auch eher sicher bin, dass wir hier über den Notausgang reingehen werden. Der ist, glaube ich, auch da hinten irgendwo. Reparieren. Das sind bestimmt wieder die blöden Mobs da unten, die da so rumverkehlen. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, die laufen nicht. Gut, die da unten auf Metall, das sind auf jeden Fall die von unten. Da ist irgendwo was draußen. Ja, Mopsi, ist ja gut. Warte einen Moment noch. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das brauche ich nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Also. Also, ich werde jetzt mal kurz mich hier in die Ecke tupfen. Mal kurz pausieren. So. Und dann mal kurz das Mikro leise stellen und dann mal meiner Frau zubrüllen, dass die Hündin wach ist. Vielleicht habe ich das Glück und meine Frau kümmert sich drum. Ich hoffe es zumindest mal. Und ja, hock mich hier erstmal hin. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, Hund ist versorgt. Ich werde jetzt hier mal. Das Problem ist, ich weiß jetzt, welcher Bunker das ist. Früher gab es die Büsche hier nicht als Deckung. Ich weiß auch, wo
Eingang ist. Aber ich weiß nicht, ob wir von hier aus da hinkommen. Weiß gerade so vieles nicht. Ich glaube, ich werde hier erstmal wieder raus. Es war nämlich früher der letzte Bunker hier auf der Karte. Der Eingang war irgendwie hier komisch versteckt und überhaupt. Und das war im Übrigen auch der Bunker, wo mich dieser blöde Mech mal zertrampelt hat. So, warte, ich muss das Ding jetzt mal hier rüber packen. Dann packen wir das hier rein. Wunderbar, passt. Die Jacke packen wir wieder da rein, weil ihm ist jetzt schon wieder warm. Geht mir das auf den Sack? Nee, war doch. Hier bin ich auch mal zertrampelt worden. So, irgendwo. Da hinten ist der Bunker oder der Eingang. So, wir können jetzt hier lang. Hüpfen. Problem ist, ich weiß nicht, ob der nicht durch die Büsche hier läuft. Ich bin der Meinung, der kommt hier durch die Büsche. Ah, der kommt da durch die Büsche, okay. Und dann geht der wo lang? Dahin. Dann geht er da. An dem, ja, der geht doch so halbwegs durch den Busch, ne? Es ist nicht ganz so lustig, wenn ich ehrlich bin. Ach Mann, ey. Mann, das war jetzt aber... Ich musste jetzt 3-4 Mal gucken, dass wir da das Ding nicht irgendwie... Oder bis wir das Ding gegriffen gekriegt haben, also die Leiter da. Das war jetzt echt gerade ein bisschen mies von dem Mech. Nee, von der Leiter oder ach, egal, von allem eigentlich. So, ich gehe jetzt mal hier durch. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Hier ist zumindest mal Verbandspäckchen nochmal. Das ist wunderbar. Ja, ich sehe es schon. Wir sind wieder am Looten. Was wir eigentlich auf gar keinen Fall machen wollten. Hier ist auf jeden Fall wieder Sonne. Wasserflasche, ganz ehrlich, ich lasse die blöden hier. Ich nehme lieber die Wasserflasche mit, dann passt das auch wieder da drunter. Warte mal, wenn wir doch jetzt reparieren, die hier ausrüsten und die da lassen, hätten wir hier zumindest mal Platz für, guck mal, passt doch. Dann haben wir da wieder zwei Plätze mehr. Es ist einfach ein Traum. Ein Traum, ein Traum. Nee. Den nehmen wir jetzt mal nicht mit. Die auch nicht. So. Aber ich muss jetzt echt gucken hier. Okay, hier sind die Armories. Ach Mann, mach doch die Tür zu.
haben wir denn hier Schickes liegen? RPK, ein RPK-Magazin. Racer 338er. Oh, ey. Ich mag nicht. Ein Kopftuch. Was haben wir denn hier? 45er? Ne, hatten wir gar nicht. Okay, dann lassen wir sie hier liegen, wenn wir sie nicht hatten. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal hier. Wo ist? 1, 2, 3. Hier, dann können wir nämlich hier schon mal ein bisschen Platz schaffen. So, dann auf jeden Fall noch schnell das Teil hier herstellen. Motorradhelm brauchen wir den? Ich glaube eher nicht. Ne? Ich habe bis jetzt noch nicht einmal hier einen Motorradhelm genutzt. Das nehmen wir wieder mit. Das ist auch das Problem, warum wir hier keine Plätze kriegen. Der nimmt nicht die Dreier, der nimmt die Zweier. Das ist blöde. In die Hände nehmen. So. Damit haben wir nämlich jetzt auch schon mal wieder einen Feierplatz frei. Das Ding hauen wir hier rüber. Das nehmen wir dahin, würde ich sagen. Ah, hier ist es. Ne, hier ist keine Armory. Gut, dann. Okay, hier ist das. Hier ist aber auch eigentlich gefährlich, wenn ich das mal so sagen darf. Weil eigentlich ist da die Killbox. Das ist auch nur ein Dingsraum. Hier ist noch eine Armory. Suchen wir hier auch nochmal kurz. Hier ist ein Militärhelm. Den nehme ich aber auch nie mit. Ja, das Einzige, das würde wahrscheinlich auch noch richtig geil aussehen. Ich glaube, das mache ich sogar demnächst, falls es die dann noch gibt. Ich habe gerade, glaube ich, so eine richtig geile Idee gehabt. So als Biker mit dem Shopper demnächst. Aber dafür muss ich dann auch erstmal gucken, ob es die noch gibt. Also erstmal muss es die Shopper wieder geben und dann lasst euch überraschen. Erstellen die Triche. Das, was ich gerade sehe, ich packe das mal so hin und hau den jetzt mal hier unten hin. Vielleicht. Glaube ich zwar nicht, aber sage ich ja. In die Hände nehmen. Also ich finde es gerade irgendwie, ja nicht nur gerade, sondern eigentlich die ganze Zeit schon ziemlich dämlich, dass der immer erst den guten Schraubendreher zuerst nimmt. Statt erstmal die kleinen hier, damit wir wieder Inventarplatz freikriegen. Ja. Aber okay, so können wir es, wie gesagt, auch umgehen. Muss man halt nur mal ein bisschen selber aktiv werden. Habe ich die ganze Zeit nicht dran gedacht, weil ich halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Gerade total. Nein, du bleibst hier. Du sollst da rüber. So, und dann gucken wir jetzt nochmal. Da ist, ich guck mal. Hier sind nur Motorradstiefel. Und sonst eigentlich nichts, was wir brauchen. Ich müsste gleich hier auf jeden Fall nochmal raus. So. So. Ich hoffe es wirklich. In die Hände nehmen. Jawohl, ja. Gut. Dann laber ich euch jetzt wieder eine Stunde voll. Also wenn ihr wissen wollt, ist es in dem Bunker hier in B1. Könnt das auch knacken.
Und ich glaube, hier in dem war es ja auch, ne? Z1, da sind wir ja nicht mehr hingefahren, weil da war es ja beim letzten Mal und da hatten wir, glaube ich, nichts. Hier bin ich mir nicht mehr sicher, da war ich im Stream. Ich weiß gar nicht, ob wir da geknackt haben oder ob das nicht ging, aber ich glaube, das ging da nicht. Bin mir aber nicht sicher. Also, wenn ich jetzt sagen würde, es ginge nicht und es ging doch, weiß ich nicht. Also ich müsste da echt jetzt lügen. Ich kann es euch nicht wirklich sagen. So, dann warten wir jetzt, bis der Herr hier fertig ist. Aber ich würde fast 1000 Dollar drauf wetten. Also Scam-Dollar natürlich. Das Ding hier auch wieder nur Tabletten drin hat. Denn ich sage, außer Tabletten habe ich nichts anderes hier gefunden. Und ich denke mal, in den Dingern, wo er das dann hiermit nicht knacken könnt, braucht er da, wie gesagt, wo er die knacken müsst. Nicht beim Brecheisen, sondern mit Dietrich und Schraubendreher. Ich denke mal, da gibt das sind die, wo die Anzüge drin sind. Ich sage, ich finde es eigentlich auch richtig geil, dass ich jetzt so die ganze Zeit irgendwie komplett durch die Gegend gefahren bin und noch nicht mal bei mir in der Nähe die Bunker abgesucht habe, um zu gucken, ob es da funktioniert. Aber ich finde es halt leider auch ein bisschen schade, dass dass es den Leuten eigentlich so schwer gemacht wird. Weil man, seien wir mal ganz ehrlich, es gibt genug Leute, die gar keine Ahnung vom Schlossknacken haben, wie zum Beispiel ich ja jetzt auch. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Wir kriegen niemals einen Strahlenschutzanzug, wenn die neue Region demnächst auch mit Strahlenschutzanzug vielleicht nur betretbar ist. Also hier die neue große Großstadt oder die größere Großstadt oder die größere große Großstadt. Wie auch immer ihr es sehen wollt, komme ich da nicht hin. Es sei denn, ich verteile hier auf meinem Server Strahlenschutzanzüge für alle. Wäre vielleicht auch noch was. Strahlenschutzanzüge für alle. Jeder kriegt einen. Dann gehen wir einfach mal die Region mit allem Mann oder so erforschen. Aber es ist dann auch wieder der Nachteil, wenn ich hier einigen Leuten, die dann vielleicht gerade zu dem Zeitpunkt online sind, Strahlenschutzanzüge spendiere und anderen Leuten nicht und sonstiges, dann ist nachher auch das Geschrei wieder groß mit Admin Abuse und ja, ich sag's doch schon wieder, Cardium-Pillen. Es ist so lachhaft, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich bin auch ganz ehrlich, so langsam mag ich nicht mehr. Den brauchen wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Wir haben ja einen, lass mal gucken. Der hier hat 72, der hat 64. Wir behalten unseren, der ist wesentlich besser. Ja, ich sage, ich finde es halt nur ziemlich schade, wenn ich ehrlich bin. Eine Nadel können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Ist da jetzt nur wieder so ein Kopfsack. Ich weiß auch nicht, was die Entwickler sich damit gedacht haben. Also, ich würde sogar noch verstehen, weiß ich nicht, die Jodtabletten oder so, dass man die vielleicht einschließt oder ich weiß nicht, was noch alles möglich ist an Spritzen oder keine Ahnung, was es noch gibt, weil ich habe bis jetzt nur die komischen Tabletten gefunden. Aber ganz ehrlich, so ein Strahlenschutzanzug, der ja nicht nur in Bunkern eigentlich zur Verfügung steht, den auch jede Feuerwehr eigentlich hat, den auch, keine Ahnung, Polizeieinheiten haben und. Die hier in so eine Bunkeranlage einzuschließen, finde ich schon, ich sag mal mit Verlaub, ein bisschen scheiße. Hier ist sogar noch eine Armory. Das wäre dann die dritte.
Da gibt es sogar, hier gibt es sogar zwei Rucksäcke. Ne, eine Tarnhose. Ach, schon wieder mal. Ich habe ja schon lange keine mehr gehabt. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja schon lange keine Tarnhose mehr gehabt. Habe ich die jetzt echt liegen lassen? Okay. Dann muss ich jetzt gleich nochmal gucken, wo ich die reinpacke. UMP5-Magazin. Ja, der Rucksack ist jetzt auch nicht so das Beste, ne? So, das Ding da nochmal gucken. Dann. Warum packt er das Ding jetzt nicht? Egal. Wir packen das jetzt mal hier unten rein. Das packen wir. Keine Ahnung, wo rein. Das nehmen wir jetzt mal in die Hände. In die Hände nehmen. Wunderbar. Obwohl, nee, war eigentlich dumm, weil wir müssen ja erstmal hier. Eins, zwei. Drei und vier. Dann stellen wir jetzt mal die Dietriche her. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der die Hose gerade nicht genommen hat. Wir haben keinen Platz mehr. Müssen wir jetzt gleich mal gucken. Jetzt werden auf jeden Fall gleich noch zwei Plätze frei. Da müssen wir vielleicht nur ein bisschen umlagern. So. Im Übrigen hatte ich mir überlegt, vielleicht demnächst sogar mal. Ja, noch nicht mal, nee. Also ich will jetzt nicht sagen, ein Video zu machen, weil das würde sich blöder anhören. Eigentlich, das nächste Mal einfach mal zum Händler zu fahren, im nächsten Video vielleicht. Und mal zu gucken, wie man eigentlich. Oder was es kostet, einen Goldbarren zu kaufen und wie man das überhaupt macht. Oder Gold. Allgemein, weil, ja, ich habe bis jetzt noch kein Gold gehabt. Ich habe noch keinen Goldbarren gehabt. Irgendwie habe ich das definitiv bis jetzt noch gar nicht gehabt. Ich wüsste gar nicht, wie es geht, bin ich ganz ehrlich. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, das war's dann jetzt auch mit unserer Freiheit. Jetzt urplötzlich sind Zombies da. Und ich habe keine Ahnung, warum, wieso, weshalb und wo sie sind. Und ich glaube. So, schnell zumachen. Sehr schön. Hervorragend. Ich hoffe nur, dass jetzt hier oben kein Zombie steht, weil sonst sind wir gleich tot. So, mal gucken, geht das eigentlich noch? Nee, das geht nicht mehr. Schade eigentlich. Es gab mal eine Zeit, da konnte man echt definitiv hier so ein Stück hochgehen und rausgucken. Und da wusste es immer, wo der Mech ist. War eigentlich ein Vorteil immer wieder. Oh Gott. Bin echt der Meinung, die Sau steht hier draußen. Der Mech kommt. Das blöde Mistvieh, ernsthaft. So, im Prinzip müssten wir jetzt eigentlich vorne raus. Da habe ich aber jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust mehr zu. Oh Mann, ist das gerade nervig. Wow. So, wir sind definitiv raus. Puh.
mit viel, viel Glück. Oder mehr Glück als Verstand. Einfach nur noch weg hier. Und ja, jetzt werde ich definitiv, weil ich werde jetzt gleich erstmal beenden, so nach und nach dann Richtung Base zurückfahren. Und das nächste Video definitiv dann wieder aus der Base beim nächsten Mal. Und ja, also es war doch am Schluss noch ziemlich brenzlig, also auch mit dem Mech. Oder mit dem Mech. Je nachdem, wie ihr es gerne hättet. Ja, und die Zombies, die dann nur plötzlich da waren, warum auch immer die weg waren. Das hat mich definitiv ein wenig stutzig gemacht. Da hinten sehe ich schon unsere Blaupause. Ja. Ich hoffe, wir kommen jetzt unbeschadet. Das wäre es natürlich jetzt noch, ne? So kurz vor Schluss, bevor wir jetzt aufs Moped steigen, Spieler tot. Weil er gehört hat, wie ich den Mech getriggert habe. Es wäre der Super-GAU. Ja, aber auch nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Habe ich früher so oft gehabt auf den anderen Servern, wo ich gespielt habe. Wo ich halt auch noch nicht wirklich live war oder sonst was. Aber da war es meistens so, wenn du irgendwie zu laut warst, irgendwie ein Mech dich erwischt hat oder so, noch nicht mal erwischt hat, der musste dich ja nur sehen und ein bisschen schießen, war prompt irgendwo, weil irgendwie eine Base in der Nähe von irgendeinem Bunker, ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer das Glück, meistens, wenn ich einen Mech getriggert habe, dass dann auch, ja, da meistens Spieler war. So, ich muss da hinten gleich rechts, dann kommen wir zur Tanke. Dann fahren wir jetzt noch schnell tanken. Und ich sage, dadurch, dass ich halt das Glück hatte, oder das Glück habe, dass ich hier bei mir auf dem eigenen Server noch nicht wirklich oft als Admin unterwegs war, weiß ich auch nicht wirklich, wo die ganzen Basen sind. Eine einzige kenne ich, aber das hatte dann noch andere Gründe. Da habe ich nur jemandem geholfen, also das meine ich. Deshalb weiß ich auch, wo die Base von demjenigen ist. Aber ansonsten, ja, bin ich hier genauso ahnungslos wie wahrscheinlich die anderen Spieler. Deshalb weiß ich halt auch nie, was hier so Sache ist. Muss aber auch gerade mal schauen. Ich sehe hier auch schon wieder keinen Pieper. Doch, da. Könnt ihr nicht einfach alle bei dem Pieper stehen bleiben? Das wäre für mich wesentlich einfacher. Ich weiß auch noch, auf dem einen Server, wo direkt hier gegenüber von der Tanke jemand sich eine Base gebaut hat. Da dran zu kommen, war schon echt heftig. Ach du Scheiße, ey. Da. Ich schieß mir mal den Weg frei. Das war Nummer 1.
Ne. Zwei. Drei. Vier. Oh. Fünf. So. Ach Quatsch, warum reload ich denn jetzt? Naja, egal. Vielleicht brauche ich es ja gleich reloaded. Wer weiß das schon? So. Schnell tanken hier. $335. Alter, die Spritpreise, die sind ja hier und so, ne? Wie im richtigen Leben. Mal hoch, mal runter. Angefangen habe ich heute mit, ich glaube, 190. Ich weiß nicht genau. Obwohl, ganz ehrlich, wir wollen ja echt nur noch nach Hause. Das ist ja nur noch das Stück. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ich nehme euch jetzt einfach vielleicht mal mit noch ein Stück. Es sei denn, ich muss gleich früher raus. Ich kann natürlich passieren, aber falls nicht, nehme ich euch einfach jetzt mit. Den Weg nach Hause. Ich meine, interessant wird er wahrscheinlich nicht. Ist halt mein Weg nach Hause, ne? Aber so kann ich noch ein bisschen, ja, hier rumdüsen, euch ein bisschen vollquatschen. Und, ja, ihr könnt halt noch ein bisschen zuschauen. Vielleicht, ich weiß es ja, wie gesagt, auch nicht. Haben wir auch Pech, dass wir gleich einem Spieler begegnen. Oder auch nicht. Für euch ist es wahrscheinlich besser, wir treffen gleich auf einen Spieler, der auf mich schießt. Für mich ist es natürlich besser und entspannter, um nach Hause zu kommen. Ohne Herzattacke. Dass keiner auf mich schießt. Ihr müsst immer bedenken, ich bin ja schon ein alter Mann und so, ne? Ich sage ja, es gibt genug Momente, wo ich hier im Spiel echt noch einen Schreck kriege. Habe ich ja jetzt auch schon mehr wie einmal gehabt. Unter Umständen oder unter anderem wie ja vorhin oder beim letzten. Ne, war es vorhin? War es vorhin oder irgendeine der letzten Folgen? Weiß ich gerade gar nicht. Ne, das war das, wo wir gestorben waren oder so. Ne. Ach, auf jeden Fall, es war ja auf jeden Fall so wie als ich da stand und urplötzlich ein Sprenger hochgegangen ist, den ich vorher gar nicht gesehen habe. War ja auch in, ich weiß nicht, der letzten, vorletzten Folge oder vielleicht doch in dieser Folge. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber ihr merkt, so länger wie halbe Stunde Video oder so und ich fange an, Blödsinn zu reden oder nur noch Blödsinn zu reden. Keine Ahnung. Aber okay. Ah, da spawnt direkt der nächste. Eigentlich könnten wir ja mal kurz gucken. Bogenschießen? Nee. Geschicklichkeit war es, oder? Ja, da. 17%. Wir haben in der ganzen Zeit jetzt nur 1% Motorradfahren geskillt. Okay. Aber wir haben ja, wie gesagt, noch ein paar Bunker jetzt demnächst vor uns. Wenn ihr mögt, dürft ihr mir immer noch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mal Glück hattet, als ihr mit einem Brecheisen so einen Schrank geöffnet habt, ob da ein Strahlenschutzanzug drin war oder ob ihr eher auch nur diese Pillen drin hattet. Das würde mich wirklich mal interessieren. Weil ich sage, ich gehe immer noch von der Theorie aus, wow, dass man in den Schränken wirklich nur die Pillen findet. Also die, die man mit dem Brecheisen knacken kann. Und dass die Strahlenschutzanzüge leider nur in den anderen Schränken sind. Ich sage aber, das ist komischerweise das Einzige, was mal bei den Entwicklern funktioniert. So scheiß Strahlenschutzanzüge, die vielleicht wirklich jeder mal haben möchte, weil er da ins Atomkraftwerk möchte. Da schaffen sie es, dass die wirklich nur in diesen scheiß Schränken spawnen.
Bei anderen Sachen, die alle neu ins Game gekommen sind, die angeblich ja nur an einem bestimmten Ort spawnen sollten, sind meistens so zu 1000 überall auf der Karte gespawnt und man konnte sie überall finden. Nur diese blöde Strahlenschutzanzüge nicht. Ich sage ja, egal ob im Stream, wenn ich da looten war oder so, oder auch hier in den Videos. Ich habe auch so definitiv in keinem Schrank, in keinem Haus, in keinem gar nichts irgendwie so einen Strahlenschutzanzug gefunden. Deshalb gehe ich davon aus, dass das wirklich klappt und die wirklich nur in dem Gebäude da, also da in den Schränken spawnen. Aber vielleicht spawnen die auch gar nicht und ich suche gerade so umsonst. Ah, halt, ich sehe gerade, das hier war irgendwie, das ist übrigens irgendwas, was ich wollte gerade sagen, wer ist denn da in die Base eingebrochen, wer hat der das denn gemacht, weil wegen geht ja gar nicht. Da ist keiner eingebrochen, das war der komische Gedönse, den ich letztens hatte. Ich habe vergessen, das abzureißen, als ich ja neu gebaut hatte, das heißt, wir könnten eigentlich hier die Dinger mal, so. Nein, nicht mit dem Schwert. Alter, bist du denn verrückt? Dafür nimmt man doch nicht das gute, tolle Schwert. Weg damit. Wir nehmen hier so ein Skalpell. 30%. Ah. Guck mal, was wir hier gute Skalpells haben. Das heißt, wir könnten dann wahrscheinlich auch wieder demnächst mehr bauen, weil wir reißen ja hier gerade auch wieder ab, ne? Ja, fragt mich nicht, ich weiß nicht, was das war. Ich weiß halt doch irgendwie, was hatte ich denn hier gemacht? Ich glaube, ich hatte hier früher die Wand so schief da hochgesetzt und hatte die dann, weil es mir nicht gefallen hat, nochmal vernünftig daneben gesetzt und wollte das dann eigentlich abreißen und hab's total verpennt, vergessen, keine Ahnung. Deshalb steht hier noch eine zweite Wand. Doch, die kann auch noch weg hier. Oder das kleine Teil hier. Das war's auch schon, ne? Ja, ich glaube ja. Gut. Wir haben alles super gebaut. Wir haben alles super gemacht. Guck mal, da ist gar nichts von runtergegangen. Das Skalpell ist super. Da geht nichts runter, da geht nichts kaputt. Da macht er irgendwie gar nichts. Ich gehe nochmal hier meinen Garten gucken. Oh, da kommen kleine Pflänzchen. Däuse. Was ist denn Däuse? Was haben wir denn hier? Mais. Genau. Ansonsten. Es könnte Pflänzchen da sein. Es könnte Unkraut sein. Oh, guck mal. Bei den Tomaten sind schon die Stangen gewachsen. Jetzt müssen nur noch die Pflanzen hochkommen und dann sind wir hier auch schon soweit. Also wie gesagt, für die, die es interessiert, ich habe Tomaten, ich habe Karotten, ich habe, was habe ich denn noch hier? Kohl? Ach, Kohl ist gut. Knoblauch, Spinat, Gurke. Moment. Ah, Zucchini. Auch Zucchini. Das hier ist Kopfsalat und das hier ist Paprika. Ja, und der Rest, wie gesagt, das hier ist Mais. Vier Stück, dann habe ich hier dreimal Apfel, dreimal Birne, dreimal Limone, dreimal Kirsche und dreimal Feige. So, es ist aber auch das letzte Mal, dass ich jetzt hier auf dem Stück Feige versuche, weil Feige habe ich jetzt schon zweimal angebaut und es hat kein einziger Feigenbaum hat mir jemals eine Feige gegeben. Wenn die drei Kackfeigenbäume jetzt hier auch keine Feigen geben, bin ich entweder hier an der falschen Stelle oder die Viecher machen einfach nichts. Viecher, genau, Bäume. Und Kirschen hatte ich leider auch noch keine. Und deshalb probiere ich die jetzt hier nochmal. Wenn das auch nicht klappt, lasse ich Kirschen und Feigen demnächst weg. So, das war das Wort zum Sonntag. Und ja, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst mir natürlich gerne einen Daumen da und lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr mögt. Und keine weiteren Folgen verpassen wollt. Wie gesagt, euch kostet es nicht. Ihr geht keine Verpflichtungen ein. Und mir hilft es ungemein.
Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt der Falli.